Traurige Nachrichten aus Hollywood. Annie Wershing ist am 29. Januar 2023 mit nur 45 Jahren verstorben. Dies bestätigte Annies Pressesprecher gegenüber Deadline. 2020 erhielt die Schauspielerin die Diagnose Krebs. Nun hat sie den Kampf gegen die Krankheit verloren. Wershing war in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen, darunter Vampire Diaries, 24, Charmed oder Dallas. Ihr Ehemann, Schauspieler Stephen Full, meldete sich nach Annies viel zu frühem Tod mit einem emotionalen Statement zu Wort. In der Seele dieser Familie klafft heute ein großes Loch, aber sie hat uns Mittel hinterlassen, um es wieder zu füllen. Sie sah das Wunderbare im einfachsten Moment. Sie brauchte keine Musik, um zu tanzen. Sie lehrte uns nicht darauf zu warten, dass das Abenteuer dich findet. Geh und finde es. Es ist überall. Und wir werden es finden, so Annies Mann Stephen Full. Auch Vampire Diaries Kollege Paul Wesley gedachte seiner Kollegin auf Instagram. Ich bin zutiefst betrübt über das Ableben von Annie Wershing, einer wunderbaren und talentierten Person, die ich kennenlernen durfte, schreibt er zu einem gemeinsamen Bild. Annie Wershing hinterlässt ihren Mann Stephen, dem sie 2009 das Ja-Wort gab, und ihre drei gemeinsamen Kinder.